Du Nein, Bro, das machen echte Freunde machen das nicht. Und ich habe halt einfach eingesehen, dass du kein echter Freund bist, sondern einfach, du willst einfach mein Fame haben. Was laberst du, Digga? Ich habe dich noch nie gefragt nach irgendwas, Mann. Ist es dein Ernst? Meinst du jetzt damit? Lass doch einfach getrennte Wege gehen. Ich gehe meinen Weg, du gehst deinen Weg, okay? Und deswegen, ich will einfach nicht mehr mit dir befreundet sein. Melde dich einfach nicht mehr bei mir. Lass einfach keinen Kontakt mehr haben. Sei einfach, geh einfach deinen Weg, ich gehe meinen Weg und halt einfach deine Schnauze, okay? Ich kann das alles erklären, das ist nicht so, wie es aussieht. Jetzt im Ernst, das ist nicht so, wie es aussieht. Freunde, wir haben ein Problem. Es fehlt nicht mehr viel zu den 10.000 Abonnenten. Okay, also zumindest nur noch um die 6.500. Wenn du der besten Community auf ganz YouTube zu den 10.000 Abonnenten helfen möchtest, dann abonniere jetzt den Kanal und like das Video. Und solltest du das nicht tun, dann passiert genau das. Frech. Halt die Fresse, ich bin nicht frech. Also Freunde, ich würde es nicht riskieren und jetzt direkt ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren. Moin, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Freunde, heute werden wir etwas extrem krasses machen. Und zwar, ich habe gerade eben einfach Ukrainer auf Insta geschrieben, dass ich mal wieder Bock habe, mit ihm ein paar Runden zu zocken. Und zwar, Freunde, er hat mich letztens einfach auf seinem Channel geprankt. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, könnt ihr es gerne bei ihm abchecken. Und ja, Leute, ich dachte mir, als Rache werde ich ihn heute einfach zurückpranken. Und ich werde ihn so extrem pranken. Ich werde einfach sagen, dass ich keinen Bock mehr auf ihn habe, dass ich nicht mehr mit ihm befreundet sein möchte und so weiter, Freunde. Ich würde sagen, falls ihr neu auf diesem Kanal seid, könnt ihr gerne ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren und ein Like jetzt schon. Das würde mich mega krass freuen. Und ja, Freunde, ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Video. Gönnt euch wirklich bis zum Schluss. Es wird mega, mega geil. Let's Go Community. So, Freunde, ich werde dann jetzt auch direkt einladen. Ich habe, wie gesagt, nicht so viel Zeit, deswegen muss ich jetzt ein bisschen schneller reden. Hallo, was geht ab? Ey, Ux, was geht ab, Bro? Was geht ab, Digi? Lass direkt du zocken, okay? Hast du Bock? Ja, Mann, richtig Bock, Digga. Okay, nice, Digga. Lass direkt in die Runde reingehen. Okay, Bro, lass mal hier so außerhalb ein bisschen landen, okay? Lass mal. Nee, okay, wenn du meinst. Ey, Digga, wir haben lange nicht mehr gespielt, ne? Ja, egal, Bro, komm. Lass jetzt einfach eine gechillte Runde zocken. Ich freue mich richtig einfach mal wieder mit dir ein bisschen zu spielen. Aber, Bruder, ich bin ehrlich, Digga, ich muss einfach mit dir ein bisschen reden, okay? Ja, Digga, ich wollte dich eh noch was fragen. Schau mal, ich weiß jetzt nicht warum, aber irgendwie du hast letzte Zeit nicht mehr so lange, die letzten Tage nicht mehr so viel mit mir gespielt. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag, dass ich dich einfach geprankt habe. Nein, Bro, schau mal, Digga, der Prank, ich hab den schon vergessen, so ein bisschen. Aber ich sag dir ehrlich, Bro, es war echt nicht korrekt von dir. So. Und deswegen wollte ich auch noch so ein bisschen mit dir darüber reden. Also nimmst du mir das übel? Ja, schau mal so ein bisschen halt, Digga. Weil das war halt echt nicht korrekt von dir, sag ich dir ganz ehrlich. Das war doch nur für ein Video. Nein, Bro, es war echt nicht korrekt, Digga. Deswegen, ich habe auch mit meiner Mutter und so darüber geredet und die meinte zu mir auch, dass das echte Freunde nicht machen und sowas. Du Schlingel. Digga, was für Mutter? Was? Hä? Ja, Bro, das ist ganz ehrlich so, mit Freundinnen und Liebe geht halt echt zu weit, Digga. Hey, Digga, das war... Junge, wir haben doch alles... Hä? Aber, Digga, das ist nichts Schlimmes passiert. Nein, Bro, ich sag dir ehrlich, Digga, das war echt nicht korrekt. Und deswegen bin ich ehrlich, Bro, ich habe mich die letzten Tage nicht gemeldet, weil ich nicht so richtig Bock darauf hatte, so. Aber ich habe halt so eingesehen, ich bin halt ein richtiger Mann und ich möchte das halt einfach jetzt mit dir klären, so. Beziehungsweise, ich möchte einfach sagen, was ich denke, okay? Digga, was redest du da eigentlich, Junge? Du hast mir gesagt, du willst chillig zocken, auf einmal, du machst direkt ein ernstes Thema, Junge. Ja, schau mal, Bruder, wenn ich jetzt gesagt hätte, dass ich darüber geredet hätte, du wärst safe nicht gekommen. Safe nicht. Ich wäre natürlich gekommen, Digga. Guck mal, das Ding ist, egal was ist, so, ich stehe hinter dir, aber was ist jetzt dein Problem? Ganz ehrlich, so, das Problem ist halt einfach, Bro, der Prank war einfach richtig ekelhaft von dir, Junge. Und dann lädst du das noch auf YouTube hoch und lässt die ganzen Wörter, die ich da gesagt habe, drin. Was sollen denn die anderen Leute von mir denken? Hey, Digga, du hast doch zugestimmt, Mann. Wir haben doch alles geklärt. Du Nein, hast Bro, das machen echte Freunde machen das nicht. Und ich habe halt einfach eingesehen, dass du kein echter Freund bist, sondern einfach, du willst einfach mein Fame haben. Du willst einfach mein Fame haben. Nur weil ich jetzt ein bisschen Abos habe, zockst du jetzt wieder mit mir, oder was? Was laberst du, Digga? Ich habe dich noch nie gefragt nach irgendwas, Mann. Und außerdem, Junge, ich habe mit dir nicht gezockt, weil ich im Urlaub war. Ja, ja. Schau mal, Bro, du hast dich null gemeldet im Urlaub. Und jetzt auf einmal, du schreibst mich jeden Tag an, hey, wie geht's, was machst du, was machen Sachen, was läuft. Digga, was redest du für eine Kacke? Junge, ist es dein Ernst? Du sagst also zu mir gerade, dass ich bei dir auf Fame lutsche. Okay, Bruder, ich bin dir ehrlich so. Schau mal, der Prank ist jetzt auch egal, aber ich will einfach nicht mehr so viel Kontakt mit dir haben, okay? Ich sag dir ganz ehrlich jetzt, ich will nicht mehr so viel Kontakt mit dir haben. Du nervst mich einfach in letzter Zeit. Ich hab einfach keinen Bock mehr auf dich. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, Oxy, Digga, ich verstehe das gar nicht. Was ist jetzt dein Problem? Bist du jetzt... Hast du jetzt ein Problem damit, dass ich das nicht hochgeladen habe? Wenn du willst, ich kann das Video wieder runternehmen. Ja, nimm das runter. Digga, ist das dein Ernst? Ja, Bro, Digga, ganz ehrlich. Schau mal, nimm das doch einfach runter, Mann. Nimm das Video einfach runter und danach lass keinen Kontakt mehr haben. Lass einfach getrennte Wege gehen. So. Du gehst deinen Weg und ich gehe meinen Weg. Oha, was redest du da? Digga, wer hat dich verarscht? Auf einmal, du redest die Freundschaft beendet, oder was? Ja, Bro, ich hab einfach keinen Bock mehr auf dich. Sorry. Was?
Ey, das meinst du niemals ernst, Alter. Früher war das so, wenn ich mit dir gespielt habe, Junge, ich habe so eine Wärme gespürt, ich habe so eine richtige Freundschaft gespielt. Und jetzt, wenn ich mit dir spiele, Digga, ich spüre gar nichts mehr, Junge, ich spüre Schmutz wegen dir. Du nährst mich einfach. Junge! Einfach Schmutz. Digga, warum hast du mir das nicht von Anfang an gesagt, dass ich das nicht hochladen soll? Jetzt habe ich mir so viel Mühe in das Video gegeben. Und jetzt erzählst du mir, dass ich das runternehmen soll? Schau mal, dir geht's auch wieder nur um das Video. Ich sag gerade zu dir, dass ich nicht mehr Kontakt mit dir haben will. Und du redest schon wieder über YouTube, Mann. Lass doch einfach mal YouTube beiseite sein und red doch einfach mal über unsere Freundschaft so. Digga, ich hab darüber doch geredet. Ich hab doch gerade gesagt, Junge, warum du einfach Freundschaft beendest. Ist es dein Ernst? Meinst du jetzt damit? Lass doch einfach getrennte Wege gehen. Ich geh meinen Weg, du gehst deinen Weg, okay? Du machst dein Ding, ich zieh mein Ding durch. Nein, meinst du, ist das ernst, jetzt ganz ehrlich? Ich meine das vollkommen ernst, Digga. Ja, wenn du es ernst meinst, Digga, ist ja deine Entscheidung, aber so, Digga, ich kenne dich halt mega lang schon. Und, Junge, ich verstehe auch nicht, warum du es jetzt so sagst. Ich habe einfach keinen Bock auf dich, Mann. Du nervst einfach in letzter Zeit. Du bist einfach nur noch am Nerven. Du rufst mich ständig an, die ganze Zeit, wie geht's dir, Oxy, was machst du, wie läuft's mit Tata, ist alles wieder gut. Die ganze Zeit, Mann, es nervt mich einfach. Deswegen habe ich mich auch die letzten Tage null bei dir gemeldet. Digga, ist das dein Ernst, Alter? Bist du jetzt traurig oder was, hä? Junge, ich kenne dich schon so lange und du machst alles nur wegen einem Prank kaputt, Digga. Und ich will auch, dass du die ganzen Videos, die ich mit dir gemacht habe, einfach offline nimmst, okay? Nimm die einfach runter, Mann. Ich habe mir so viel Mühe in diese Videos gegeben. Was, willst du ansonsten meinen Kanal striken oder was willst du machen? Schau mal, ich sag dir ehrlich, Bro, wenn du die Videos nicht runternimmst, dann strike ich dich, Digga. Ich strike dich dann einfach weg, so. Auch wenn du mich jetzt striken würdest, ich würde dich nicht so zurückstriken, weil ich habe auch genauso viele Videos auf deinem Kanal, so wie du auf meinem. Also, Digga, ist mir scheißegal, Junge. Du kannst mich gerne striken, aber, Digga, dann war's es auch, Alter. Ich werde kein Video runternehmen, weil, guck mal, Digga, im Gegensatz zu dir ist die Freundschaft so mir wichtig, Digga, aber ich weiß jetzt nicht, was mit bei dir ist. Ja, wenn dir die Freundschaft wichtig ist, Bro, warum machst du dann so einen Prank an mich und ziehst dann irgendwie meine Freundin mit rein? Ich hatte richtig Stress wegen dir mit der. Soll ich dir sagen, Digga, die hat nach dem Video mit mir Schluss gemacht wegen dir. Digga, ist das dein Ernst? Ja. Ey, Junge, guck mal, das tut mir auch leid, Alter. Wo soll ich das machen? Bro, wie dir tut das leid? Digga, ich hab mit meiner Freundin, sie hat wegen dir Schluss gemacht, Bro, wegen dir, weil du ein blödes Video machen wolltest, weil du YouTube über unsere Freundschaft stellst. Junge, Digga, wo soll ich das wissen? Du hast mir es erst jetzt gesagt, Mann. Warum sollte die Schluss machen, Digga? Die hat doch mitgemacht beim Prank, hä? Das ergibt gar keinen Sinn, was du da redest. Ja, wegen dir habe ich irgendwelche Sachen gesagt, die ich... Schau mal, ich sag dir ehrlich, Bro, ich hab ein bisschen übertrieben. Ich hab einfach ein bisschen übertrieben und sie hat das halt nicht so gefallen. Und wegen dir hat sie einfach Schluss gemacht, Mann. Alles wegen dir. Und deswegen, ich will einfach nicht mehr mit dir befreundet sein. Meld dich einfach nicht mehr bei mir. Lass einfach keinen Kontakt mehr haben. Geh einfach deinen Weg, ich geh meinen Weg und halt einfach deine Schnauze, okay? Okay, du willst so, Digga. Was ist dein Problem? Mann, du willst so? Ich gehe jetzt aus der Lobby und ich verlasse Fortnite, Digga, ganz ehrlich. Ja, lief los, aber ich hiel mich vorher. Hiel mich vorher. Bro, schau mal ehrenlos. Lässt du mich noch sterben? Lass eine echte Freundin andere sterben in Fortnite. Ey, Digga, was ist dein Problem, Mann, Digga? Lass eine echte Freundin andere sterben. Du weißt, wie lange ich dich schon kenne und du machst sowas. Junge, wie heftig, ich kann das gar nicht verstehen. Was ist dein Problem, Mann? Ich geh jetzt aus der Lobby raus, ich will auch einfach die Freundschaft beenden und ich hab keinen Bock mehr auf dich, okay? Das ist nicht dein Ernst, oder? Doch, ich hab keinen Bock mehr auf dich. Ich hab einfach keinen Bock mehr auf dich, Digga. Du nervst einfach, okay? Du nervst. N-E-R-F-S-T. Digga, du warst für mich wie mein bester Freund. Das ist dein Ernst? Nein, Bro, schau mal, Digga. Das war gerade ein bisschen übertrieben von mir, aber ich will einfach keinen Kontakt mehr mit dir haben, okay? Lass einfach getrennte Wege gehen. Entscheidung, Mann. Ich will mit dir Kontakt haben, aber was kann ich dafür, wenn du keinen Kontakt haben willst, Digga? Okay, Bro, ich lösche dich dann schon mal als Freund, ne? Zack. Und ich block dich dann jetzt auch überall, okay? Ja, okay. Du willst. Und ich strike noch deine Videos, okay? Junge, was eigentlich passiert mit dir? Was ist mit dir bloß passiert, Alter? Ich geh. Nein, Bro, warte, nicht liefen, Digga. Nein, warte, Bro. Der hat einfach Gruppe verlassen. Ey, ich hab so übertrieben, Mann. Warum übertreibe ich denn so? Oh mein Gott, Community, ich hab komplett übertrieben. Ich muss mich auf jeden Fall bei dem entschuldigen. Schaut mal, der ist einfach geliebt, ey. Aber Bro, ganz ehrlich, wenn du das siehst, Digga, das ist die Rache dafür. Dass du mich einfach das letzte Mal geprankt hast, Junge. Das ist jetzt die Rache dafür. Aber trotzdem, Community, ich muss mich auf jeden Fall jetzt bei dem entschuldigen. Warte mal, ich ruf den jetzt an. Hallo? Digga, was willst du? Ja, Bro, warte mal, schau mal, Digga. Bro, schau mal, Digga. Ich will halt einfach keinen Kontakt mehr mit dir haben. Ja, okay, warte, Bro, chill. Warte mal, Bro, es ist nur Spaß, Digga, zu Prank, chill mal. Versteckte Kamera. Bro, es ist nur Spaß, Junge, was hab ich mit dir? Ist das ernst? Ja, Junge, das war die Rache dafür, weil du mich das letzte Mal geprankt hast, ganz ehrlich. Pech gehabt. Junge, warum bin ich nicht aufgekommen? Du bist so lost, Junge. Okay, Bro. Ey, du bist so ehrenlos, Digga, warum prankst du so mit sowas, Digga? Ja, okay, hau rein, du musst... Okay, Community, ich würde sagen, das war's jetzt mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst unbedingt ein Abo und ein Like. Denn falls ihr mal wollt, dass ich jemand anderen pranke, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Kuss geht raus, danke fürs Anschauen. Und ja, Freunde, haut rein. Beste Community, Kuss auf Nuss.